Ich wäre auch gern auf den Server. Muss ich das verstehen? Tobi, was ist denn? Haben sie dich von deinem eigenen Shiny-Server rausgeworfen, oder was? Der Shiny-Server, wer kennt ihn nicht? 1127, das muss ich mir jetzt erstmal aufschreiben. Was für ein Scheiß, vorhin sage ich noch. Shinox ist aber heute nicht da, Shinox gibt's erst morgen. Morgen ist Shinox vermehrt da und alle, warum habe ich dann einen Shiny bekommen? Und ich so, ja, das... Morgen ist es halt vermehrt da. Und was ist das erste Shiny, was ich bekomme? Shinox. Also, ja, wieso mache ich das dann nicht? Das wäre doch sinnvoller. Das sagen mir die Leute jetzt, dass das stabiler ist und sinnvoller. Oh, ein Shiny Honnio aus der Forschung. Richtig sinnlos. Wo ist denn mein Raupi? Wo ist mein Raupi? Ja, Raupi ist kein C-Day-Pokémon, okay. So ein Honnio, das ist egal. Das kann man nehmen und das kann man eigentlich direkt verschicken wieder. Tschüss. Nein. Das aber nur, weil es der direkte Konkurrent von Raupi ist, ja? Das heißt, keine Honnios hier. Jetzt muss ich mir mal kurz eine Notiz wieder machen, während das Kaumalaut hier so schön tanzt. Dancing in the Moonlight. Es muss ja interessant sein, wenn Brock Lesnar gerade so aktiv da ist und Paul Heyman angeblich übergelaufen ist und Roman Reigns letzte Woche Urlaub hatte und Roman Reigns diese Woche wieder da ist, muss es ja irgendwie zur Aussprache kommen, ob der jetzt noch mit Paul gemeinsame Sache macht oder nicht oder Shiny den verraten hat und deswegen... Die wollen mich verarschen. Morgen ist Shinox dran. Und die einzigsten Shinies, die ich krieg heute, ist Shinox. Was ist das denn? Oh mein Gott, das ist eine Top-Sofort-TM in der 99-Cent-Forschung und ein Rocket-Radar in der 99-Cent-Forschung. Das ist krass, oder? Und jetzt? Guckt ihr das an? Dann müsste das doch eine Top-Lade-TM sein, oder? Richtig geil! Eine Top-Lade-TM. Das ist doch das Ticket, oder nicht? Oder ist das die kostenlose? Das müsste das Ticket sein. Also wer sich diesmal kein Ticket geholt hat, eine Top-Sofort-TM und eine Top-Lade-TM, die gibt es sonst immer in den blöden Community-Day-Boxen für 1200 noch was und jetzt für 99 Cent. Also finde ich richtig stark. Hafnir, meine ich. Ob das Hafnir in U-Haft war? Bleib zu Hause, 530, Inzidenz ist nicht so schön. Ja, Lena, du siehst, ich habe keine Ahnung, ich wüsste nicht mal, wie die... 530, Lena, Hibu ist bei fast 2000. Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ahnung, wie bei uns die aussieht, aber 530 muss schon schlimm sein. Aber gut, Hibu ist bei fast 2000. Dafür gehen die Hiburaner ja regelmäßig auf den Markt und demonstrieren, damit die Zahl immer mehr wächst. Die wollen nämlich ins Guinness-Buch der Weltrekorde. Wir haben die größte Inzidenz mit Roselia gehabt als Shiny. Aber 1557, das reicht noch nicht. Wir sind bei 2000. Also Dezember war klar, dass man sich das so kaufen muss. Oh mein Gott! Da sitzt ein Raupi. Jetzt, wo ich gerade eins gepusht habe auf 50 und wir Bonbons ausgegeben haben, müssen wir natürlich gleich wieder eins mitnehmen. Da müsste man eigentlich gleich goldene Beere drauf und Hyperball, nicht, dass das noch ausbricht. Okay, es ist drin. Alles klar. Alles Schatz. Alles Raupi. Gleich mal bewerten. Das schmeckt... Das machen wir dann privat. Das muss man jetzt nicht im Stream machen. Jetzt sage ich schon Scream wieder. Dings. Hier, FC Merry Glücksfreunde. Wenn ihr nicht wisst, was Glücksfreunde seid, dann schaltet das nächste Mal wieder ein. Dann können wir das Thema ausgiebig besprechen. Wuhu. Ich kann dir jetzt schon mal sagen, FC Merry, ich nehme ein Terrakium, weil ich immer noch das 100%ige suche. Bitte kein Shiny, bitte ein ganz normales, wenn du eins hast. Wenn nicht, habe ich noch genügend andere Auswahl. Hallo Paul Berger und tschüss Paul Berger.
denn das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut.